Other Lately Show mit mir, Florian Strelitz. Immer noch aus meinem Wohnzimmer, das sich auch weiterhin auf den Cayman-Inseln versteckt, weil sich mein Wohnzimmer leider weigert, Steuern zu bezahlen. Aber immerhin liegt mein Wohnzimmer jetzt voll am Strand. Nur für mich bedeutet das, bei ungefähr 42 Grad gerade zu zerfließen. Also ein ganz normaler Dienstag mit meinem Wohnzimmer. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf die globale Mindeststeuer. Die Corona-Krise war vor allem eins, nämlich ziemlich teuer. Alleine 2020 hat Corona die Welt über 9 Billionen Euro gekostet. Das ist eine 9 mit 9 Billionen Nullen dahinter. Und alleine uns hat die Pandemie 2021 über 110 Milliarden Euro gekostet, die wir jedoch nicht zufällig in den Ritzen der Bundescouch gefunden hatten, sondern wir mussten die als Schulden aufnehmen. 110 Milliarden auf unsere 2.284 Milliarden Euro Schulden, die wir sowieso schon hatten. Um die abbezahlen zu können, müssen verdammt viele Omas verdammt viel stricken. Vermutlich sehr viele goldene Vliese und kratzige Pullover für die Gläubiger, damit die uns die Schulden erlassen, nur um die kratzigen Pullover wieder ausziehen zu dürfen. Um aber etwas mehr Geld in die Kasse zu bekommen, wurde die globale Mindeststeuer erdacht. Der Plan: Große global agierende Unternehmen werden demnächst zur Kasse gebeten. Auf dem letzten G7-Gipfel im Juni einigte man sich, erstmals in der Geschichte, auf eine weltweite Mindeststeuer. Finanzminister Scholz im Glück. Damit wird die Steuervermeidung für große Unternehmen auf der ganzen Welt schwieriger. Das ist eine gute Botschaft für die Menschen in unseren Ländern. Die großen Tech-Giganten werden ihren gerechten Anteil zahlen müssen. Das ist ein Erfolg. Und eine globale Mindeststeuer klingt schon mal nicht falsch. Auch wenn Olaf Scholz schon damals eher nach Mr. Magoo aussah, denn nach Olaf Scholz. Unternehmen nutzen schon seit Jahrzehnten jedes Schlupfloch, um Steuern zu sparen. Bestes Beispiel dafür ist der sympathische Sklavenhalter aus deiner Nachbarschaft, Amazon. Amazon hat im letzten Geschäftsjahr weltweit 386 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht und vor Steuern einen Gewinn von 24 Milliarden erwirtschaftet, von dem sogar weltweit 2,9 Milliarden an Steuern bezahlt wurden. Meistens in diversen Steueroasen verteilt und weniger in den Ländern, in denen Amazon seine Kohle scheffelt. In Europa konnte Amazon rund 51 Milliarden Euro letztes Jahr umsetzen. Allerdings schrieb Amazons Sitz in Luxemburg einen Verlust von 1,2 Milliarden Euro, weswegen Amazon in Europa keine Steuern zahlen musste, sondern bekam deswegen 56 Millionen Euro Steuergutschriften. Versucht das mal als kleine Bäckerei hinzubekommen, da heißt es dann eher vom Finanzamt. Aber das war auch nur fair, denn Jeff Bezos hat nun einmal kaum Geld als zweitreichster Mann der Welt, der hier angemessen darauf reagiert, dass das Geld, das du so in deinem gesamten Leben verdienen wirst, immer noch weniger ist, als eine seiner Penisraketen verpulvert beim Start. Denn die fliegen nicht mit Raketentreibstoff, sondern nur mit 10.000 Dollar Bündeln. Verdammt viel 10.000 Dollar Bündeln. Natürlich hat Amazon in Europa keine wirklichen Verluste erwirtschaftet, das ist immer noch Amazon, sondern der Trick ist dabei, selber Verluste zu generieren, indem man als Mutter Lizenzkosten von allen auf der Welt verteilten Töchtern verlangt, auf zum Beispiel die Nutzung des Namens Amazon. Ja, Amazon lässt seine Amazon-Töchter dafür bezahlen, Amazon zu heißen. Nur deswegen darf das auf den Paketen von Amazon stehen und nicht Jeffs vollkommen überdimensionierte Pakete, einmal umdrehen, die 90% gute Luft aus dem Lager transportieren. Ich hoffe, die lassen dann auch wieder frische Luft ins Lager. Wobei, es ist Amazon, also eher nicht. Genauso macht das auch Netflix. Mehr als 11 Millionen Abonnements hat der Streamingdienst in Deutschland verkauft. Umsatz 1 Milliarde Euro im Jahr. Die fließt aber nicht nach Berlin, wo die Deutschlandtochter des Konzerns sitzt. Die Millionen gehen am deutschen Fiskus vorbei. Zunächst in die Niederlande. Hier betreibt Netflix sein Europageschäft und sammelt die Umsätze nahezu steuerfrei ein. Und weiter geht's. In Richtung USA. Hier laufen alle Einnahmen von Netflix zusammen. Die 140 Millionen Euro Jahresgewinn aus Deutschland erreichen die Konzernzentrale in Kalifornien. Deutschland ging auf dieser Reise praktisch leer aus. Und das macht jedes größere Unternehmen, egal ob Big Tech
oder Autohersteller oder schwedisches Möbelhaus, die sich eine Buchhaltung leisten können, die nicht nur weiß, wie das geht, sondern auch nicht den Überblick verliert. Nur haben Unternehmen aus dem Mittelstand diese Möglichkeiten nicht. Und während bei uns also die Kinobetreiber wegen Corona vor der Pleite standen, kassierte Netflix ordentlich ab. Schlimmer noch, fesselte uns an die Couch mit solch tollen Eigenproduktionen wie Red Notice oder Bloodshot, wo man sich gewünscht hätte, dass jemand im Kino die komplette Zeit telefonieren würde, weil das eine bessere Story hätte als Bloodshot und Red Notice zusammen. Sogar bessere Effekte. Und trotzdem haben 11 Millionen Deutsche diese Filme geschaut. Weil wir nichts anderes hatten, damals 2021. Wer wollte schon freiwillig Zeit mit den Kindern verbringen? Spoiler, die sind nicht umsonst immer in der Schule, weil die echt keine netten Menschen sind. Diese kleinen Klugscheißer kommen definitiv nicht nach mir, auch wenn mehrere Tests das Gegenteil behaupten. Oder wie viele Friseurläden mussten schließen, während Amazon sich nicht nur eine goldene Nase verdiente, sondern pro Minute fast 1 Million Dollar Umsatz generierte. Also bisher bei der Show rund viel zu viel. Und genau diesen Missstand soll nun die globale Mindeststeuer lösen. Künftig soll eine globale Mindeststeuer entrichtet werden in Höhe von 15% auf sämtliche Unternehmensgewinne weltweit. Das heißt, wenn beispielsweise ein deutsches Unternehmen im Ausland, etwa in den Niederlanden, nur 1% Steuern auf seine Gewinne entrichtet, fordert der deutsche Fiskus die restlichen 14% ein. Gewinne verschieben in Steueroasen würde unattraktiv. Das bringe vor allem von den globalen Digitalkonzernen 100 Milliarden Euro weltweit. Für Deutschland etwa 1 bis 1,5 Milliarden, schätzen Experten. Okay, 1,5 Milliarden Mehreinnahmen sind zwar schon nicht schlecht, würden aber kaum großem Abbezahlen der Schulden durch Corona reichen. Bereits 2015 hatte die University of London berechnet, dass alleine in Europa im Jahr durch teilweise sogar komplett legale Steuervermeidung um die 825 Milliarden Euro an Steuern gespart werden. Und yes, wir sind dabei der unangefochtene Europameister, denn bei uns gehen 160 Milliarden durch die Lappen pro Jahr. 160 Milliarden, die nur leider an anderen Ecken fehlen. Damit hätten wir Corona nicht nur sprichwörtlich mit Geldbündeln bekämpfen können. Denn das wissen die wenigsten, aber Coroni ist ein echtes Fashion-Victim. Mit der Kohle hätten wir Coroni in eine dunkle Höhle locken, um dann einen riesigen Stein vor diese rollen können. Was wäre schon passiert? Höchstens, dass 40 Tage später Coroni nicht mehr da ist und wir eine weitere Religion haben, zu den 12 Millionen anderen. Mit 160 Milliarden hätten wir die verdammte Flutkatastrophe letztes Jahr stoppen können, indem wir Geldberge auf die Fluten hätten abgeworfen und von denen aufsaugen lassen, wie ansonsten nur Küchenpapier den Sabber von 40-Jährigen beim Helene Fischer Konzert. Und dann wäre diese Reaktion von Armin Laschet sogar mehr als angemessen gewesen. Sowohl bei der aufgesaugten Flutkatastrophe als auch beim Helene Fischer Konzert. Trotzdem sind 1,5 Milliarden immer noch besser als 0 Milliarden oder 2 Milliarden an Corona-Mitteln an Netflix zu zahlen, damit sie Fortsetzungen zu Red Notice und Bloodshot drehen können. Unser Problem ist aber auch schon seit sehr vielen Jahren, dass wir oftmals den Unternehmen ihre Steuerpraktiken kaum nachweisen können, sondern bestenfalls nur durch Leaks wie bei den Panama Papers, die es aber trotzdem nie auf die Bestsellerliste des Spiegels schaffen, weil das sind 15.000 Seiten und lesen sich wie der Epilog von Herr der Ringe. Denn kein Unternehmen muss seine Steuerpraktiken offenlegen. Da hätte es nur geholfen, als EU-Unternehmen zu verpflichten, ihre sogenannten Country-by-Reports öffentlich zu machen. Wollte die EU auch schon lange, aber ein kleines gallisches Dorf mit 83 Millionen Einwohnern in der Mitte Europas mit einem Kanzler, der aussieht wie Mr. Magoo, hat sich jahrelang dagegen erfolgreich gewehrt. 500 Milliarden Dollar. So viel Geld entgeht Schätzungen zufolge den Staaten weltweit jährlich durch die Steuervermeidungstricks von Konzernen wie Google, Apple, Amazon oder BASF. Wie viel genau weiß man aber nicht. Eigentlich weiß man kaum etwas, denn die Konzerne müssen entscheidende Daten nicht veröffentlichen.
Wovor Konzerne tatsächlich Angst haben, ist das Licht der Öffentlichkeit, dass die Reputationsschäden, die damit einhergehen können, auf der Titelseite einer Zeitung zu stehen, wegen der besonderen Aggressivität ihrer Steuervermeidungsmodelle, das ist es, wofür Konzerne Angst haben. Das ist es, was den Aktienkurs nach unten bringt. Und an dieser Stelle setzt das Country-by-Country-Reporting an. Country-by-Country-Reporting. Dieses Instrument soll also helfen. Für jedes einzelne Land müssen Unternehmen damit Gewinne, Umsatz, Mitarbeiter und Steuern auflisten. Er spielt nicht mit. Trotz des Wahlversprechens seiner Partei, ausgerechnet Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD, hat, wie dieses Regierungsdokument zeigt, einen sogenannten Prüfvorbehalt eingelegt. Eine juristische Prüfung, mit der die Einführung de facto blockiert wird. Willst du mich verarschen? Ist das derselbe Olaf Scholz, der jetzt so doll hinter der globalen Mindeststeuer steht und die mitforciert hat? Nur mal so ein kleines Brainstorming. Würde so ein Offenlegen nicht vielleicht helfen, die Steuertricks besser zu bekämpfen? Auch gerade, wenn man eine globale Mindeststeuer haben will, um zu sehen, wie die sofort wieder eventuell umgangen werden könnte? Oder man die globale Mindeststeuer so festschnüren könnte, dass sie keiner umgehen kann? Nur mal so eine Idee von jemandem, der halt 1 und 1 zusammenzählen kann. Denn Amazon, Facebook, Apple, Tesla und Google spielen dieses Spiel ja schon viel länger, als man es bekämpft. Außer Google natürlich. Das macht das nur wegen dem verdammten Gruppenzwang durch die anderen. Und nur noch so eine kleine Frage. Ist das mit den 1,5 Milliarden auch wirklich sicher? Also ich frage nur für einen befreundeten Bundeskanzler. Nicht, dass sich da jemand im Finanzministerium verrechnet hat. Wäre ja nicht das erste Mal. Das ZDF-Magazin Frontal hat exklusiv Steuerexperten mit der Berechnung beauftragt, was die Reform Deutschland bringt. Ergebnis mit insgesamt rund 1 Milliarde Euro jährlich weniger als erhofft. Netflix zum Beispiel würde statt bisher 0,2 in Zukunft 0,3% Steuern zahlen. Google statt 3,6 in Zukunft 7,3%. Weil sie Gewinne weiterhin an ihre Firmensitze verschieben können. In Länder, die trotz Mindeststeuer günstiger sind als Deutschland. Augenblick mal. Ich dachte, dass Netflix dann 15% bei uns zahlen müsste, denn alle Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz von mindestens 750 Millionen Euro sollen doch 15% auf ihre Gewinne zahlen. Und nicht nur 0,3%. Denn 0,3% zu 15% sind wie 0,3% und 15% nicht einmal ansatzweise dasselbe. Die globale Mindeststeuer sieht aber nur vor, dass Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz von mindestens 750 Millionen Euro einen Mindeststeuersatz auf ihre Gewinne von 15% zahlen müssen. Diese Regelung betrifft aber Konzerne oder deren Geschäftsbereiche, die einen Mindestumsatz von 20 Milliarden Euro und einen Gewinn von 10% erzielen. Das wären weltweit nur ungefähr 100 Unternehmen, allen voran natürlich die Tech-Riesen Amazon, Apple, Google, Facebook und Microsoft. Theoretisch. Netflix erwirtschaftet mehr als 750 Millionen im Jahr weltweit, verbucht aber bei uns nur etwa 1 Million Euro an Gewinn, auf die nun wegen der globalen Mindeststeuer 15% bezahlt werden müssen. Das sind aber nur 0,3% auf den Komplettgewinn von Netflix. Das macht es so verwirrend, liebes ZDF. Dieser Gewinn von Netflix, etwa 2,6 Milliarden, werden jedoch größtenteils in den USA erwirtschaftet und nicht hier bei uns. Denn auch Netflix in Europa muss Netflix in Amerika dafür bezahlen, überhaupt Netflix in Europa heißen zu dürfen und nicht Schrottstream, der selbst Real Eyes aussehen lässt wie Disney Plus. Sondern auch die Netflix-Töchter weltweit müssen die Nutzung des Namens Netflix an Netflix USA bezahlen, neben dem Service, die Server von Netflix benutzen zu dürfen. Für das Programm von Netflix. Steuerrechtlich clever, da man so seine Gewinne in der Welt kleinrechnet, die dann durch diverse Steueroasen geschleift werden, um am Ende in den USA 14% Steuern darauf zu bezahlen. Bei einem Steuersatz von 21%. Und die 21% sind noch nicht einmal bindend für alle Bundesstaaten. Nehmen wir wieder einmal Facebook, dieses sympathische, demokratienzersetzende Unternehmen, auch in deiner Nachbarschaft. Als Mark Zuckerberg, der hier wie sein Vater auch mal Gabelstapler werden wollte, Facebook gegründet hatte, dann tat er dies nicht an dem heutigen Firmensitz in Kalifornien, sondern in Cambridge, Massachusetts. Nicht, weil er dort die Idee entwickelte für eine super tolle und gar nicht frauenfeindliche Seite namens FaceSmash,
wo man die Kommilitoninnen an der Uni bewerten konnte, ob sie denn heiß sind oder nicht. Sondern einzig und alleine, weil Massachusetts den niedrigsten Steuersatz auf Unternehmen erhob. Egal, ob diese Firma nun in Cambridge sitzt oder wie Facebook in Kalifornien. Jahre zuvor war Nevada neidisch auf das Silicon Valley im benachbarten Kalifornien und dachte sich, hey, mit Silikon haben wir in den Stripclubs schon sehr gute Erfahrungen gemacht, lass uns mal hier ein zweites Silicon Valley hochziehen. Und offerierte Unternehmen, eine Zeit lang keine Steuern zu bezahlen, wenn sie nach Las Vegas kommen, denn dann würden sie ja das Geld mitbringen. Also macht das auch Apple mit, jedoch nicht, indem sie ihren Hauptsitz nach Las Vegas verlegten, sondern dort nur ein Zwei-Mann-Büro aufmachten und dadurch komplett die Steuern in den USA sparen konnten. Dabei gilt immer das alte Sprichwort der amerikanischen Krimischriftstellerin Rita Mae Brown aus ihrem Roman Die Tennisspielerin. Steuerdumping ist, wenn man immer wieder das Gleiche tut, aber andere Resultate erwartet, außer dem Bankrott. Und jetzt spiel weiter Tennis, sonst kommt Will Smith und haut dir eine rein. Und wieder erwarten, gegen wegen der globalen Mindeststeuer sogar die betroffenen 100 Unternehmen nicht etwa auf die Barrikaden, sondern spendeten Applaus. Weil es A hätte schlimmer kommen können und B ihnen damit eine rechtssichere Alternative zum Steuersparen ermöglicht wird. Wenn sie überhaupt von der globalen Mindeststeuer betroffen sind, nehmen wir doch noch einmal dieses sympathische, jeden Einzelhandel zerstörende Unternehmen aus der Nachbarschaft, Amazon. Amazon macht sogar weit mehr als 20 Milliarden Umsatz. Leider erwirtschaften sie nur zufällig keine Umsatzrendite von 10%. Also würde theoretisch Amazon nicht unter die globale Mindeststeuer fallen. Einziger richtiger Gewinner sind übrigens nur die USA am Ende, deren Präsident Joe Biden hier der EU-Präsidentin Ursula von der Leyen gerade Dickpics geschickt hat. Und die Uschi denkt nur, dass ihrer viel größer ist. Natürlich eine Milliarde mehr einzunehmen ist besser als nichts, selbst unter dem Applaus der Besteuerten. Aber man hätte vielleicht weitergehen sollen. Warum nicht die 15% sofort versteuern an dem Ort, wo ein Produkt verkauft wird? Also direkt im Apple Shop beim Kauf und nicht erst am hintersten Ende der Gewinnkalkulation, bei dem jedes Unternehmen viele Chancen hat, sich diesen so klein zu rechnen, wie das Unternehmen es will. Nur gäbe es dann für diese Art einer für alle gerechten globalen Mindeststeuer keinen Applaus von Amazon, Facebook, Netflix, Google und Co. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sind wieder in einer Woche, dann mit einer neuen Ausgabe der Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.